Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt, mit Professor Borwin Bandelow, der ist Psychiater und Psychologe, sprechen zu können von der Universität in Göttingen. Grüße Sie ganz herzlich am Telefon. Guten Tag. Also erst einmal zur Einordnung des ganzen Phänomens. Ist Chemnitz, ist dieses Phänomen dieser Rechtsorientiertheit in Sachsen nur dort oder ist es überall in Deutschland? Gut, wir haben ja gerade gehört, dass eben auch Menschen angereist sind, sodass man nicht sagen kann, dass das jetzt eigentlich ein Chemnitz-Phänomen ist. Wir haben das natürlich auch in anderen Bereichen Deutschlands, wobei natürlich die Länder in Deutschland unterschiedlich verteilt sind, was solche Ereignisse angeht. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt den Bürgern von Chemnitz zuschieben. Aber eine Auffälligkeit in Sachsen gibt es schon, oder? Aus Ihrer Sicht. Gut, hört man aber, wenn man so den Atlas anschaut der Fremdenfeindlichkeit, da gibt es auch andere Gebiete in Deutschland, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo es fast ebenso hoch ist wie in Sachsen, sodass man das vielleicht gar nicht so immer Richtung Sachsen schieben sollte. Also sollten wir da auch ehrlich und klar bleiben. Aber diese Gemengelage, die so rechtsradikales Denken und Handeln in Gang setzt und auch in Gang hält, aber auch Sympathisanten herbeiführt. Wie ist die eigentlich derzeit in Deutschland aufgestellt? Ja, es ist schon so, dass jetzt natürlich ein Mord stattgefunden hat durch Flüchtlinge. Und da kocht die Wut hoch, weil das ja auch jetzt nicht der einzige Mord war, der in der letzten Zeit war. Die Menschen sehen natürlich diese Einzelfälle und versuchen dann aufs Ganze zu generalisieren. Andere Morde durch andere Menschen werden dann einfach ausgeblendet. Und das führt jetzt aber dazu, dass da jetzt die Wut hochgekocht sind. Bloß was daraus geworden ist, also dass dann die Menschen andere Zuwanderer auf der Straße einfach anfeinden oder angehen oder auch verletzen, dann kann ich das überhaupt nicht mehr mit diesem Ereignis in Zusammenhang bringen. Niemand würde, wenn ein Mord passiert, dann ganz andere Menschen angreifen. Und deswegen sehe ich das als so einen Ausbruch der Gewalt von Leuten, die wahrscheinlich auch sonst gerne Gewalt ausüben, zum Beispiel gegen andere Fußballfans und die eigentlich jetzt nur nach einem Grund gesucht haben, ihre Aggression dann freien Lauf zu lassen. Also Sie haben es jetzt gerade Aggression und auch Wut genannt. Aber was liegt dem Ganzen zugrunde? Sie sind ja auch Angstforscher. Also ist es Angst? Dann fragt man sich, ist es Angst vor der Zukunft, wo es uns doch eigentlich in der Gegenwart ziemlich gut geht? Ja gut, also es gibt sowas wie Fremdenangst. Jeder Mensch hat eine Fremdenangst. Auch die Flüchtlinge haben Angst vor uns und umgekehrt, weil das Natur des Menschen so ein bisschen eingebrannt ist es seit der Steinzeit schon eben, dass wir immer in Stämmen organisiert waren und immer alles Fremde als feindlich angesehen haben. Aber das kann man ja natürlich auch überwinden. Das klappt ja auch in den meisten Fällen. Aber jetzt scheint sich das eben so rauszukristallisieren, dass da bei bestimmten Leuten da diese steinzeitliche Ideologie des Stammes sozusagen wieder zum Vorschein kommt. Und das ist eigentlich ein Angstphänomen. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass die Leute, die jetzt da unterwegs sind, dass die groß vor Angst groß Angst hatten, sonst würden sie sich ja nicht da in Gefahr begeben. Das waren eher Leute, die eben weniger furchtlos sind und wahrscheinlich gar keine Angst vor Überfremdung haben, sondern wahrscheinlich einfach nur einen Grund für Randale gesucht haben. Gut, also jetzt mal unabhängig nur von denen, die diese Randale da suchen und auch ausführen. Es gibt ja doch auch eine große Schar von Sympathisanten, auch solche, die sich vereinigen, beispielsweise in entsprechenden Parteiungen oder auch in anderen Gruppen, die sich woanders treffen. Deswegen die Frage, da wird ja immer wieder von dieser Zukunftsangst auch gesprochen. Ist der Mensch ein Angstwesen, haben Sie gerade gesagt, ja, ist wohl schon so konkret eingepflanzt. Aber dann ist die Frage, wie wird diese Angst gefördert? Ja, das ist, wie gesagt, eine Urangst. Es gibt im Gehirn aber immer zwei Instanzen, die miteinander kämpfen. Einmal dieses urzeitliche Angstgehirn und dann auf der anderen Seite aber auch das Vernunftgehirn. Das findet bei jedem Menschen statt, ob der jetzt intelligent ist oder weniger intelligent, ist da ein Widerstreit. Einerseits möchte man als vernünftiger Mensch mit anderen Menschen kooperieren und will eben auch Fremde nicht ablehnen und will ihnen eine Chance lassen. Auf der anderen Seite ist dann dieses urzeitliche Gehirn, was einem, was nur Gut und Böse kennt und sagt, alles Fremde ist böse und die eigenen Leute sind gut. Und das, die beiden kämpfen miteinander. Und wer jetzt gewinnt, das hängt eben von gewissen Faktoren ab. Einerseits natürlich von Zivilcourage,
Unmenschlichkeit des Einzelnen, andererseits aber auch zum Beispiel auch von der Peer Group. Wenn man eine Peer Group um sich hat, wo es jetzt gerade modern ist, gegen Zuwanderer zu mobilisieren, dann fühlt man sich in dieser Peer Group dann auch wieder wie in einem Stamm und denkt auch gar nicht über die Folgen nach, dass man dann anderen Leuten dann Schaden zufügen könnte, weil man sich in diesem Stamm dann in Anführungszeichen sicher fühlt. Also wenn man mal ganz kurz nur Gustave Le Bon rannimmt, diese Psychologie der Massen, da kann man ja Angst schüren beispielsweise. Das haben ja schon große Diktatoren getan und haben darauf ihre Politik aufgebaut. Das Ganze ist umgekehrt gedacht. Massentherapien sind ja faktisch nicht möglich. Aber wie kann man denn diese Angstkaskaden in der Bevölkerung abbauen, dass da vielleicht noch weniger Unterstützung im Grunde entsteht? Ja, die Politiker müssen da eine Gratwanderung machen. Sie müssen einerseits die Fakten kennen und die Fakten dann auch berücksichtigen und nicht in den Populismus verfallen. Auf der anderen Seite müssen sie auch die Ängste der Menschen wahrnehmen und nicht einfach so tun, als ob jetzt gar nichts passiert ist. Denn es gibt tatsächlich eben ja doch Veränderungen in unserer Gesellschaft und die kann man jetzt einfach nicht wegdiskutieren. Und da ist es nicht wirklich einfach für einen Politiker, da das richtige Maß zu finden. Und im Moment scheint es mir aber darum zu gehen, dass alle Politiker so eine Art Wettbewerb stattfinden lassen, wer am schnellsten die Zuwanderer wieder aus dem Land jagt. Und das ist möglicherweise, macht sich auch in der Bevölkerung dann letztendlich so bemerkbar, dass die Leute dann denken, ach, jetzt ist wieder alles erlaubt, was absolut tabu war. Und dann fallen dann plötzlich auch Hemmungen. Also hat die Politik und die Gesellschaft eine Aufgabe. Professor Borwin Bandelow, ich danke Ihnen sehr herzlich. Danke nach Göttingen. Auf Wiedersehen.